Arms mit dem. Muss irgendwo ein Sensor sein. Marty kann das Mikrofon benutzen. Okay. Hast. Dann machen wir das mal ganz schnell. Ich suche gerade mal, ob da irgendein Aux-Eingang bei Mikro oder sowas. Da ist auf jeden Fall ein Aux-In. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir machen mal was ganz Einfaches. Volume ist noch ganz oben. Gut, sehr schön. Machen! Verhaften Sie diese Frau! Sie hören nicht auf dich, Emmett. Alle sind darauf trainiert, dass sie die Schreie des Bürger-Plus-Patienten ignorieren. Auch deine. Let's Rock'n'Roll. Hey Doc, es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Du, was soll das werden? Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Okay, das war nicht ganz so dramatisch wie beabsichtigt. Au. Los, euer Ehren. Was? Ich kann nicht verstehen. Eine Ursache. Ich auch nicht. Das war laut. Achtung, Bürger! Dies ist ein Alarm der Stufe Omega 1. Potenziell gewalttätige Dissidenten treiben im Rathaus ihr Unwesen. Bitte gehen Sie nach Hause, bis das Problem gelöst wurde. Guten Tag. Lass mich einfach kurz sagen, lass mich raten, wie es fängt, nimmt fest. Was zum Teufel hat Edna da hinten mit Ihnen gemacht? Sie hat versucht, meine Persönlichkeit völlig neu zu erschaffen und die Teile zu löschen, die ihr nicht gefallen. Hart. Hey, das ist meine Mom. Hey. Sprich nicht mit ihr. Sie könnte uns verraten. Nichts für ungut, euer Ehren, aber warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Sie ist irgendwie irre. Ja, jetzt. Aber damals, als wir uns kennenlernten, zügelte ihr unerbittliches Verständnis von richtig und falsch ihren Wahnsinn. Na, zumindest schien es damals so. Sollten wir nicht helfen? Wenn wir es zurückreisen und die Geschichte verändern, wird das nicht passieren. Ja, wahrscheinlich. Was tun wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Wachen verschwinden und dann laufen wir zur Zeitmaschine. Na gut, Dad. Wo ist der DeLorean überhaupt? Ich habe das Wrack zu meinem geheimen Labor bei der Eastwood-Schlucht bringen lassen. Clayton-Schlucht? Wie Clara Clayton? Warum? Ist das von Bedeutung? Nun ja, Clara Clayton sollte mal ihre Frau werden, also ja. Faszinierend. Okay. Oh, wie süß. Mom, Dad, nein! Keine Sorge, wenn wir die Zeit gerade repariert haben, wird nichts von dem geschehen sein. Ja, wahrscheinlich. Die Luft scheint rein zu sein. Kümmern wir uns um den DeLorean. Ich fürchte, das muss ich ohne dich tun, Martin. Was? Warum? Nun, so viel ich über Zeitreisen weiß, kann eine Art Zeitparadoxon entstehen. Und zwar, wenn wir nach 1931 zurückkehren und du mir bei der Reparatur der Zeitmaschine hilfst. Was soll ich denn machen? Einfach in dem irren Hill Valley rumhocken, bis sie die Zeitmaschine repariert haben? Exakt. Aber keine Sorge, wenn alles nach Plan verläuft, wirst du nicht einmal bemerken, dass ich weg war. Wissen Sie, für einen Moment klangen Sie genauso verwirrend wie der echte Doc. Siehst du? Wir machen schon Fortschritte. Bis bald, Martin. Viel Glück, euer Ehren.
Und du solltest dich für ein paar Sekunden von der Straße fernhalten. Von der Straße fernhalten? Bürger Brown? Emmett? Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. Okay, kommen wir jetzt hier raus? Er wird nie zurückkommen, weißt du? Wovon sprechen Sie da? Von Emmett. Denn ohne meine Führung ist er beinahe nutzlos. Bevor ich ihn fand, war er ein trauriger Versager, der nie etwas zu Ende gebracht hat. Doch sieh nur, was er mit meiner Inspiration geschaffen hat. Ja, sie haben ihn inspiriert. Und zwar dazu, aus Hill Valley einen Haufen spießiger Idioten zu machen. Ich erwarte nicht, dass ein Delinquent wie du es versteht. Sie glauben, sie hätten Doc inspiriert? Sie sollten wissen, dass Emmett Brown ohne sie einen fliegenden zeitreisenden DeLorean bauen würde. Und einen fliegenden Zeitzug. Lächerlich. Ohne meine Hilfe könnte Emmett nicht einmal eine Hundefüttermaschine bauen. Ja, aber das hat er ohne sie. Sie sind nicht die einzige Inspiration in Docs Leben. In meiner Zeitachse hat er eine der nettesten Frauen des 19. Jahrhunderts geheiratet. Nett? Pah. Emmett braucht Disziplin, um sich zu konzentrieren. Er lässt sich so leicht ablenken. Okay, euer Ehren. Ich mache mir langsam etwas Sorgen. Es hat funktioniert! Haha! Gerade bin ich noch in der Gegenwart und dann 6 Monate in der Vergangenheit! Unglaublich! 6 Monate! 6 Monate? Sie haben 6 Monate gebraucht, um die Zeitmaschine zu reparieren? 6 Monate? Mein Familienvermögen und einen zwielichtigen Handel mit libyschen Nationalisten! Aber das war es wert! Emmett, tu das nicht! Du brauchst Hilfe! Ach, das kannst du dir abschminken, meine Liebe! Ich bin in die Vergangenheit entkommen. Deine Scheidungsanwälte können... Oh, Martin, wie lange hast du auf mich gewartet? Ein paar Minuten vielleicht. Das ist merkwürdig. Ich habe die reparierte Zeitleitung nur auf ein paar Sekunden nach meinem Verschwinden eingestellt. Nun ja, sicher kein Grund zur Besorgnis. Wahrscheinlich nur eine Fehlkalibrierung der Zeitleitung. Hier. Was ist das? Kleidung für unseren Ausflug. So kannst du doch 1931 nicht herumlaufen. Moment, unser Ausflug? Du dachtest doch nicht, ich lasse dich den schlimmsten Fehler meines Lebens allein korrigieren, oder? Okay. Gut, geh nur. Ich ruiniere dich, Emmett! Das ist meine Stadt! Tja. Vielleicht in dieser Paralleldimension. Aber nicht in jeder. Zeitleitung eingestellt auf den 26. August 1931. Sind Sie startklar, euer Ehren? Nenn mich Doc! Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das wir hier gerade biegen können. Da habe ich sie zuletzt gesehen. Sie, ihr jüngeres Ich, sie gingen in diese Richtung, Arm in Arm mit Edna. Puh, zum Glück war meine Ex-Frau nie der Typ für Küsse bei der ersten Verabredung. Wenn wir schnell und konzentriert vorgehen, können wir es schaffen, dass ihre, ich meine, unsere Beziehung nie über das Händchenhalten hinausgeht. Oh, seht ihr das an? Das alte Kino der Stadt. Ja. Total cool. Ich habe seit Jahren nicht mehr an diesen Ort gedacht. Meine Gute hat mich 71 dazu gebracht, es abzureißen. Sie sagte, Filme verderben die jungen Leute. Das ist natürlich alles Unsinn. In meiner Jugend habe ich hier unzählige Abende verbracht. Und aus mir ist nie ein Rowdy geworden. Sag mal, erinnerst du dich an Der öffentliche Feind?
dieser dreckige, feige, schmierige Hund! Hab's aber nie geschafft, Frankenstein zu sehen. Aber das werden Sie. Deshalb sind wir hier. Erinnern Sie sich? Richtig, natürlich. Der Film hätte in meiner Fantasie eine Kettenreaktion verursachen und mich zu der Idee inspirieren sollen, mit der meine wissenschaftliche Karriere begann. Wissen Sie denn immer noch nicht, was diese Idee war? Wie könnte ich? Das hat im Verstand eines anderen Emmett Brown stattgefunden. Ein Emmett Brown, der vom Sand der Zeit ausgelöscht wurde. Glücklicherweise kenne ich meinen eigenen Verstand. Schließlich lebe ich schon seit über 70 Jahren mit ihm. Sobald er mein jüngeres Ich wieder durch den Film inspirieren, wird ihn nichts davon abhalten, seine... Grundgütiger, sieh dir das an! Der Rathausplatz? Genau wie in meiner Erinnerung. Nur schmutziger. Das alte Rathaus! Kommen Sie schon, Doc. Sie müssen reingehen und sich umsehen. Erste Regel für Zeitreisen, Doc. Lassen Sie sich nie vor Ihrem anderen Ich blicken. Dadurch könnte die Realität zusammenbrechen oder so. Du meinst? Genau hinter Ihnen, nicht hinsehen. Gehen Sie weiter. Ich sage es Ihnen, wenn Sie weg sind. Und vergessen Sie nicht, Sie sind Carl Sagan. Ist das dieser berühmte Autor? Der mutmaßliche Brandstifter. Was? Spielen Sie einfach mit. Okay. Wollen wir Emma besuchen? Michael, du tauchst immer in den seltsamsten Momenten auf. Wo hast du gesteckt? Ach, weißt du, hier und da. Du bist selbst nicht gerade leicht aufzutreiben. Ich habe dich gestern Abend gesucht, aber... Da habe ich wohl gerade eine wunderschöne Dame ausgeführt. Weißt du, ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken. Ach, ich bin mir sicher, du wärst Kit auch allein entwischt. Kit? Oh ja, dafür bin ich dir dankbar. Aber ich meinte eigentlich Edna. Jetzt kommt es mir komisch vor. Doch bis zu diesem Vorfall dachte ich wirklich, wir könnten uns nicht ausstehen. Naja, manchmal ist der erste Eindruck der richtige. Es ist so, du solltest dich nicht durch Edna ablenken lassen von... Du weißt schon, den wichtigen Dingen. Beende dein Projekt für die Expo und sieh dir Frankenstein an. Ach, Humbug. Ich bin viel zu beschäftigt, um mir Filme anzusehen. Das ist nicht gut, weil... Und mein Projekt ist übrigens so gut wie fertig. Das Raketenauto? Raketenauto? Du bist ja gar nicht auf dem Laufenden. Das Raketenauto habe ich verschrottet. Aber... Mehr Ärger als Nutzen. Ich werde nie ein Antriebssystem entwickeln, das so funktioniert, wie ich es will. Außerdem ist ein gesellschaftlicher Nutzen praktisch nicht vorhanden. Das ist schlecht. Du wirst es schaffen, Emmett. Du brauchst nur ein bisschen Inspiration, das ist alles. Sieh dir doch... Der mentale Affinitätsmesser ist ein viel bedeutenderes Projekt. Der was? Das war Ednas Idee. Sie saß mir wirklich im Nacken, damit alles bis zur Expo fertig wird. Na sicher, Emmett, ich bin etwas verwirrt. Welcher Tag ist heute? Na, heute ist die Eröffnung. Die Eröffnung der Expo. Da fällt mir ein, ich muss schnell ins Labor zurück. Wenn Edna mich rumtrödeln sieht, macht sie mir die Hölle heiß. Wir sehen uns, Corleone. 12. Oktober? Doc? Haben wir nicht 26 eingestellt? Für August ist es wirklich etwas zu frisch. Wir sind 2 Monate zu spät. Die Expo fängt bald an und ihr jüngeres Ich hat sich schon kopfüber in Edna verliebt. Ich habe immer dazu geneigt, Dinge zu überstürzen. Dann stürzen wir uns jetzt in den DeLorean und reisen zum richtigen Datum. Nein, viel zu riskant. Erinnerst du dich, wie ich dich 86 zu spät abgeholt habe? Ja. Das sollte uns eine Warnung sein. Irgendwas ist mit der Zeitleitung furchtbar schiefgelaufen und das Problem scheint immer schlimmer zu werden. Würden wir jetzt einen Zeitsprung versuchen, könnten wir im kenozoischen Zeitalter landen oder sogar im Mesozoikum. Dann sitzen wir fest? Fürs Erste schon. Ich werde mich darum kümmern und sehen, was ich tun kann. In der Zwischenzeit kannst du an dem anderen Problem arbeiten. Genau. Ich gehe ins Labor und versuche, ihrem jüngeren Ich auszureden. Unmöglich. Wenn mein jüngeres Ich bereits so vernarrt in Edna ist, wie du sagst, wirst du ihm gar nichts ausreden können. Glaub mir, ich erinnere mich. Konzentriere dich lieber auf die rationalere Hälfte des Paars. Edna? Aber wo finde ich sie?
Was glaubst du denn? Ich fahre.